Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo. Das wahrscheinlich letzte Infovideo auf diesem Kanal. Ja, wie man vielleicht an dem Videotitel sehen kann, werde ich den Kanal wechseln, diesen hier aufgeben und einen neuen starten. Und ja, warum will ich das machen? Ah, es gibt einen Grund. Nämlich, man merkt vielleicht, beziehungsweise, ich habe schon seit einigen Tagen wieder keine Videos hochgeladen. Und ich finde, also ich merke das, ich weiß nicht, ob man das merken kann, aber bei den Videos von To the Moon und Between Me and the Night, da merkt man vielleicht so ein bisschen, dass ich wenig Motivation habe, mal wieder. Und ja, warum ich diese Motivationslosigkeit habe, das hat drei Gründe, also drei fallen mir ein, vielleicht gibt es ja noch mehrere, die so unterbewusst dafür sorgen, dass ich motivationslos bin. Ja, und diese Motivationslosigkeit veranlasst mich dazu, einen neuen Kanal aufzumachen, in der Hoffnung, diese Probleme denn ausmerzen zu können, die für meine Motivationslosigkeit verantwortlich sind. Und zwar ist es zum einen die allgemeine schlechte Qualität auf dem Kanal Ventero LP. Ja, ich habe ja in den neueren Projekten angefangen mit besserer Qualität, aber damals war es mir einfach so lange so scheißegal. Und ja, das ist so ein kleiner Dorn im Auge bei mir. Wenn auch nur ein sehr, sehr kleiner, aber es ist einer. Ja, ein weiterer Grund ist die große Anzahl an toten Abonnenten, die ich quasi habe. Also die quasi nur noch da sind, aber letztendlich nichts zu dem Kanal beitragen. Klar, ich habe jetzt 194 Abonnenten. Aber die Aufrufezahlen sind ja doch sehr gering und ja, das ist auch ziemlich bescheuert. Und da will ich zum einen, beziehungsweise es ist interessant zu sehen, wenn man einen neuen Kanal hat, wer einen überhaupt noch verfolgt, wer noch Interesse an diesem Kanal hat und dann quasi mit auf den neuen Kanal kommt. Ja, das ist dann auch nochmal so ein Grund, warum ich einen neuen Kanal gründen will, einfach um nicht mehr dieses komische Verhältnis zu haben mit dieser verhältnismäßig hohen Abonnentenzahl und dann doch dieser geringen Aufruferzahl. Und das ist einfach ziemlich bescheuert. Das, ja, dadurch sinkt auch so ein bisschen die Motivation. Und dann der Punkt, der am meisten dazu beiträgt, dass ich einen neuen Kanal gründen will, beziehungsweise dass ich so wenig Motivation habe, auf diesen jetzigen Kanal weiterzumachen, ist die hohe Zahl an abgebrochenen Projekten. Ich habe, glaube ich, nur 7 oder 8 fertiggestellte Projekte oder so. Und ja, ich habe halt sehr viele Playlisten, die einfach nur ein paar Videos haben und dann einfach nicht mehr weitergeführt wurden. Beziehungsweise vielleicht eine größere Videozahl und ich dann aber das Projekt nicht offiziell beenden konnte, sondern wirklich abbrechen musste. Bah, quasi. Na, so vielleicht nicht, aber ja, und ja, das ist schon relativ unschön zu sehen, wie so ein Kanal besteht, der einfach nur so wenig abgeschlossene Projekte hat bei so vielen Playlisten. Und ich denke mal, das ist auch für einen Abonnenten recht blöd, wenn er dann sieht, oh, das und das Projekt, ja, wunderbar, kann man sich mal ansehen. Und dann hört es einfach mittendrin auf. Und dann sieht man wiederum ein anderes Projekt, ah, dann sehen wir uns halt das und das an. Und dann ist das aber auch abgebrochen, einfach so. Und dann hat man, glaube ich, auch keine Lust, diesen Kanal wirklich weiter zu verfolgen. Also, so wäre ich zumindest drauf. So würde ich das machen, ja. Und ja, ich will aber auch, also ich hatte überlegt, man könnte ja die Playlisten löschen, aber ist ja auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Ich meine, man hat ja so viel Zeit investiert, diese Videos zu machen und diese Playlisten zu erstellen und weiterzuführen. Und na, außerdem, es ist ja doch schon so eine Art Archiv und ich glaube, es ist nicht so toll, ein Archiv einfach zu löschen. Ja, und deswegen dachte ich mir, gut, der beste Weg ist, denke ich mal, einen neuen Kanal zu starten. Ich hoffe, ich fliege damit nicht auf die Nase. Aber ich habe wirklich lange Zeit darüber nachgedacht, ob ich nun wirklich einen neuen Kanal gründen soll oder nicht. Und ja, letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte es wirklich machen.
Da führt kein Weg dran vorbei. Ich könnte natürlich jetzt die Videos weitermachen, die Playlist To the Moon und Between Me and the Night, aber ich glaube, das würde kein schönes Let's Play werden, wenn ich weiterhin so motivationslos kommentiere und das einfach dahin klatsche sozusagen. Das ist ja auch nicht gerade das, was ich möchte. Und ja, deswegen, wo ich schon beim Punkt Between Me and the Night und To the Moon sind. Wenn ich den Kanal wechsle, weiß ich nicht, wie ich das mit den beiden Projekten mache. Also ich will sie nicht abbrechen. Sonst wird es ja schon wieder so losgehen. Das will ich auf keinen Fall. Aber ich will beim neuen Kanal mit einem anderen Projekt anfangen. Und was das sein wird, würdet ihr sehen, wenn ihr dort einen Blick reinwerfen würdet auf den neuen Kanal. Ja, aber ich möchte die Projekte nicht abbrechen. Ich hatte überlegt, die noch dennoch auf Ventero LP weiterzuführen, aber da wären wir dann wieder beim Punkt dieses Motivationslose, weil ich mich frage, wofür mache ich das eigentlich? Dieser Kanal hat ja letztendlich keine Zukunft weiter. Oder ich fange denn nochmal beim neuen Kanal denn an, diese Projekte neu aufzunehmen, wieder von Part 1 an. Aber das wäre auch ziemlich blöd, dann wäre es alles nicht mehr blind und dann, naja, dann würde ich mich zwar wenigstens nicht so doof anstellen beim zweiten Mal spielen, aber naja, das ist nicht unbedingt das, was ich will. Ja, und dann habe ich mir überlegt, das meinte auch der Surioko, mit dem habe ich schon darüber gesprochen gehabt, und er meinte, man könnte ja die Playlisten einfach übernehmen, denn, ja, werde ich denke ich mal auch machen. Das ist die beste Variante, einfach die Playlist übernehmen, die Videos dort verlinken. Die werde ich nicht extra nochmal hochladen, neu. Was ich rein theoretisch machen könnte, aber wäre ja albern. Ich meine, die Videos bestehen schon, warum sollte ich sie löschen? Sie sind ja trotzdem von mir, auch wenn es denn im Nachhinein von einem anderen Kanal ist, also vom früheren Kanal. Und ja, da denke ich, dass es die beste Methode ist und dann einfach irgendwann die Videos weiter auf diesen Kanal hochladen und zu diesen Playlisten hinzufügen. Ich denke mal, das ist die beste Entscheidung. So werde ich es auch machen. Ja. Ach übrigens, der neue Kanal, der wird ganz schlicht Ventero heißen. Also dieses LP kommt dann weg. Ich will keinen neuen Namen. Ich kann mich mit diesem Namen gut identifizieren. Ich trage diesen Namen seit mehreren Jahren auf YouTube und deswegen, ja, es ist halt meine Identität und da will ich den Namen nicht wirklich wechseln, zumal ich keine Ahnung habe, wie ich mich sonst nennen sollte. Ich hatte schon mir einige Namen durch den Kopf gehen lassen, aber wirklich gut war es nicht, in meinen Augen. Oder in meinen Ohren. Weiß nicht, wann sich so selber sagt und hört. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, ich sehe das als Neustart. Als Cut quasi, alles was dahinter liegt, ist vergeben und vergessen quasi. Und ja, es ist so eine Art Auferstehung aus dem Dreck quasi. Ja. Und deswegen, ich freue mich schon drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wenigstens mal dort reinschauen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem, was ihr macht. Und wenn ihr noch weiter auf diesen Kanal aktiv sein wollt, dann viel Spaß, schaut die Videos, yay und so weiter. Und ja, bis vielleicht beim einen oder anderen oder in einem Video auf einem neuen Kanal. Bis dann und ciao.